where we put up our ideas and watch them hang, and then we take them down again. In this space, we speak of the color white, the color of all colors combined, the color of all of our options, the color of our connection that traverses space and time. December in the north, the darkness lingers, so that even the shade of the moon seems bright. You reach out and grab that light, the palpable, tangible meaning of life. You set the tea light on the table, its flicker a delicate tease of what you might see. Moin! Jo, wie ihr dem Videotitel entnehmen konntet, geht's heute um die Vorstellung der Spring-Heeled Jack von Roland Lanier. Ich muss, bevor ich mit der eigentlichen Vorstellung anfange, ein bisschen ins Detail gehen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für alle die sich jetzt tödlich langweilen. Das tut mir sehr leid, aber in diesem Falle muss das so sein. Ich möchte mich nämlich erstmal, das ist nämlich die Vorstellung des Spring-Heeled Jacks, kann ich deshalb hier vollführen, da ich an einem Pass-Around teilgenommen habe. Und dieser Pass-Around wurde vom Messerkontor ins Leben gerufen. Genauer gesagt von der lieben Claudia Rudi. Und der läuft jetzt schon eine ganze Ecke. Und das Messer ist jetzt wirklich schon richtig lange bei mir. Ich entschuldige mich vielmals bei der Claudia, also beim Messerkontor, dass es so lange gedauert hat. Und auch bei allen anderen Teilnehmern. Ihr findet die Liste der Teilnehmer, die Playlist, packe ich euch in die Videobeschreibung. Ebenso natürlich ganz klar den Bezug beim Messerkontor. Ich kann euch das Messerkontor nur aufs Wärmste empfehlen. Claudia Rudi ist ein ganz, ganz toller Mensch. Mir wahrscheinlich mit der liebste Shopbesitzer, den es überhaupt gibt. Das liegt an ihrer Persönlichkeit. Gar nicht so sehr am Shop und den tollen Sachen, die da verkauft werden, sondern vielmehr, was für ein Mensch die Claudia ist, was Claudia für eine Energie an den Tag legt, um anderen Lebewesen, nämlich gerade Tieren, zu helfen, ist außergewöhnlich. Und ja, das finde ich hoch beeindruckend. Ich hoffe, du verlierst da nie dieses Feuer, Claudia, das in dir brennt, wie du dich wirklich für diese Lebewesen einsetzt, die halt ohne Stimme sind und du gibst deine Stimme für sie, das bewundere ich. Vielen, vielen Dank. Und deshalb bin ich natürlich sehr, sehr gerne bei diesem Pass-Around dabei. Und mit Freude halte ich deine Karte von deinem Shop, vom Messerkonto hier in die Kamera. Hast einen tollen Service, einen tollen Shop, tolle klassische Taschenmesser da haben wir Messer aus Frankreich, aus Deutschland, aus Italien, alles dabei. Tolle Küchenschneidwaren. Wie gesagt, checkt das einfach mal ab bei Interesse. Und auch wenn euch das gleich vorgestellte Spring-Heeled Jack denn gefallen sollte. Ja, also wirklich entschuldigt bitte vielmals, dass das so lange gedauert hat. Eine Gürtelrose hat mich doch wirklich, ganze 6 Wochen komplett ausgeknipst. Das war wieder eine ätzende, harte Zeit. Das ist aber jetzt ausgestanden. Daher nun endlich mein Video. Und gleich vorab möchte ich euch, ich erwähnte ja schon, die Playlist packe ich euch in die Videobeschreibung von all den vorangegangenen Pass-Around-Beiträgen. Und einen Pass-Around-Beitrag möchte ich da im Besonderen noch erwähnen. Und zwar das Video vom Andi 1878. Das ist einfach eine großartige Vorstellung. Und er glänzt, wie ich finde, wirklich mit fantastischen Hintergrundinfos, generell mit Informationen zu dem Messer, zu dem Spring-Heeled Jack. Da könnt ihr ungemein viel rausziehen aus dem Video, wenn ihr ernsthaft interessiert seid an diesem Messer.
an diesem Messermodell von Roland Lanier, dann würde ich definitiv sagen, wer dieses Video noch nicht kennt, checkt das aus an dieses Video. Das sind zwei Teiler, große, große Klasse. Die anderen Videos sind natürlich auch gut, keine Frage, aber was Andi an Informationen da reingepackt hat, super. Und auch verlinken werde ich euch den Knife-Blog vom Tom. Der hat da auch einen Bericht zum Spring Heel Jack, ebenfalls mit Infos, ebenfalls sehr, sehr empfehlenswert. Ja, was ihr hier seht, so ein Henkelmann in wirklich sehr, sehr schöner Erscheinung, macht optisch schon eine Menge was her. Das ist die Präsentation, die Umverpackung zum Messer. Ist halt ganz nett, wenn man dann sich, hoppla, zum Beispiel ein Spyderco kauft für ein paar hundert Euro oder man kauft ein Chirogorov für viele, viele, viele hundert Euro, dann bekommt man so eine Pappschachtel. Ja, und beim Roland bekommst du so einen Henkelmann und der ist nicht nur Zierde, du hast vorne halt den Spring Heel Jack, ja, so drauf, in Erscheinung auch vom Roland Lanier. Zum Roland sage ich auch noch gleich ein paar Worte. Ganz funny, hier nochmal sein Logo, der Jolly Roger, ja, mit seinen Initialen umgewandelt und dem S-Besteck, LR Roland Lanier, so ein bisschen punkmäßig. Der Spring Heel Jack, ich kann es nicht anders sagen, so eine viktorianische Sagengestalt, ist höchst unsympathisch. Den als Unhold zu bezeichnen, das wäre noch freundlich gesagt. Ich finde wirklich, ich kannte ihn vorher noch nicht, bevor ich dieses Messer kennengelernt habe, aber aufgrund von Andys Video und vom Knife-Blog konnte man da so ein paar Infos aufschnappen. Wirklich ein unsympathischer Geselle, der Namensgeber für dieses Messermodell hier ist. Und ja, man hat hier noch eine kleine Magnettafel, die kann man halt, ja, entweder lässt man die hier dran gepappt oder man packt die sich halt wirklich an den Kühlschrank, um andere Notizen anzuhaften, Einkaufszettel, whatever. Sehr, sehr toll. Dann hat man hier, aus Emaille ist das, schön mit Verschlüssen und der Deckel hat auch noch, ist gummiert hier, damit alles sicher abgedichtet wird, da kann keine Flüssigkeit dann austreten. Das ist wirklich funktionstüchtig, dieses Teil. Und darin, innenliegend, hat man dann halt die Karte von Roland Lanier. Noch ein paar Infos, ein Zettelchen noch dazu. Ist, glaube ich, eine Hinweiswarnung, dass man das Geschirr nicht in der Mikrowelle benutzen soll, meine ich. Und dann halt hier so ein, so ein Täschchen fürs Spring Heel Jack. Die Umverpackung finde ich großartig. Die kann man sich ganz toll in die Vitrine stellen. Ich denke, die ist so schön gearbeitet. Die wird man wohl nicht benutzen, obwohl sie funktionstüchtig wäre. Aber die macht sich halt ganz toll in der Vitrine zum Beispiel oder wo man seine Messer aufbewahrt oder im Bücherregal. Das Teil hier selber jetzt, dieses Filzteil, künstlerisch gedacht und funktioniert natürlich auch, hält das Messer, das Spring Heel Jack, sehr, sehr sicher, gefällt mir null. Ich mag es überhaupt nicht. Ich würde es nicht tragen, ich würde es austauschen. Ich fand das tolle Seidentüchlein vom Why So Serious fantastisch. Das hier trifft gar nicht meinen Geschmack. Das sage ich jetzt ohne Wertung. Andere mögen das toll finden. Wie gesagt, künstlerisch ist es. Hat natürlich was. Mir gefällt es aber null. Also das mag ich überhaupt nicht. Dafür gefallen mir die Messermodelle, das Spring Heel Jack, umso besser. Hier einmal in der Besonderheit dieses Comic Mikada. Und hier oben das gleich vorab für mich in der aufregenderen Variante mit dem wunderbaren Carbon Fiber. Ich hoffe, die Kamera kann das einfangen. Wirklich, wirklich nice. Da verlieren wir aber natürlich noch ein paar Worte drüber. Bevor ich aufs Messer weiter eingehe, ein paar Worte zu Roland Lanier. Die Grundidee hinter diesem Messer, gerade hinter dem Griffmaterial,
Und da ist er ja sehr umtriebig. Was ich zuletzt gehört hatte, dass er jetzt Griffschalen aus Zement gemacht hat, fragt mich bitte nicht, wie das funktioniert, wie das gewichtstechnisch aussieht. Müsst ihr einfach mal gucken auf Rolands Seite, da gibt es bestimmt Infos zu. Oder den Andi anschreiben, der hat da bestimmt auch Ahnung von, da bin ich mir doch fast sicher. Ja, und hier hat er halt die Idee, beim Griffmaterial ein Comic-Mikader zu erschaffen, das halt wirklich hergestellt wurde aus Originalseiten von Comicheften, und zwar aus der Serie The Authority von Warren Ellis und aus der Sandman-Reihe von Neil Gaiman. Neil Gaiman mag vielleicht dem einen oder anderen was sagen, die zumindest die Amazon Prime haben und da auch schauen. Da lief gerade American Gods als Serie, da ist auch Neil Gaiman der Erschaffer. Oder vielleicht Musikbereich, wer die Band The Dresden Dolls kennt und die Sängerin Amanda Palmer, großartige Band, ganz nebenbei, großartige Frau Amanda Palmer. Das ist die Ehefrau von Neil Gaiman, das so nebenbei. Und ich muss gestehen, The Authority kenne ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Was aber die Reihe Sandman angeht, die habe ich hier zu Hause stehen. Hier beim Band 1 auf Deutsch, Präludien und Notturni. Und Band 7, nur mal als Beispiel, Die Zeit des Nebels. Außergewöhnlicher Comic, Sandman. Müsst ihr mal reinschauen, wenn ihr Comic-Fans seid. Lässt sich nicht ganz so easy lesen, sind oftmals Kurzgeschichten, gehen immer wieder um den Schlaf. Das ist die Hauptperson bei Sandman, halt den Sandmann. Klingt jetzt immer ein bisschen infantil, sind aber sehr außergewöhnliche Geschichten, wo es wirklich, wo viel Mythologie eingewoben wird, viel Popkultur. Gefällt mir außergewöhnlich, diese Reihe. Kann ich nur empfehlen. Und ja, aus den Seiten von solchen Comicheften hat der Roland halt diese Mikata-Griffschalen gestaltet. Und das finde ich natürlich schon für mich als Comic-Fan großartig. Ne? Die ganze Idee dahinter, einfach genial. Es gibt auch anders gestaltete Griffschalen noch. Ich weiß zum Beispiel, dass der Andi ein Spring-Heeled Jack hat mit Griffschalen, die aus dem Comicbuch Hellboy verwendet wurden. Sehr cool. Das ist wirklich eine tolle Sache. Die beinhalten allerdings auch eine Kritik, die ich noch loswerden möchte zum Messer. Aber das kommt nachher noch. Das wird hoffentlich der ein oder andere nachvollziehen können. Aber insgesamt die Idee finde ich schon ziemlich, ziemlich großartig, und nicht nur, dass Roland Lanier ein sehr, sehr guter Messermacher ist, bin nach wie vor ein riesiger Fan seines L08 Designs von Perceval, finde ich großartig, für mich vielleicht mit das beste Taschenmesser, das es gibt, wirklich wunderschön und extrem tauglich, kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Das L08 gibt es übrigens auch zu beziehen im Messerkontor, nur mal so nebenbei. Das ist wirklich ein tolles Teil. Ja, aber wie gesagt, bin ein Riesenfan von seinen Messerdesigns, von seiner Handwerkskunst und von seinen sprühenden Ideen und kreativen Ausbrüchen. Ich halte den Weg, den er beschreitet als Messermacher-Designer, also von Roland Lanier, und den Impact, den er als Fingerabdruck in der Messerszene hinterlässt, als jetzt mal ein bisschen hochtrabend, als geradezu Visionär. Ich finde das wirklich außergewöhnlich, was er macht. Und mit diesem Genius, mit dem er halt immer wieder so tolle Ideen hat, die wirklich sprühend sind, sorgt er für einen ungemein lebendigen Einfluss auf die ganze Szene. Und das finde ich großartig, und da möchte ich mich mal wirklich bedanken. Fantastisch. So, ewig gelabert. Messer bisher mal kurz in die Kamera gehalten, noch nicht viel gesagt.
Fangen wir einfach mal an mit den Specs. Wir haben ein langes Taschenmesser, also auch mal gleich Grüße raus an Roland Lanier, an Claudia als Händlerin von diesen Messern. Bitte den Roland mal anschreiben, dass eine kleine Version gewünscht wird, vor allem vom Klaus. Beste Grüße gehen raus an den Klaus. Mit 21,2 cm wirklich recht lang. Wir haben 9 cm Klingenlänge und da sind dann auch wirklich 9 cm effektiv scharf. Wir haben eine dünne Klinge mit 2,6 mm, verjüngt sie schön nach vorne hin und die wurde im Full Flat Grind, im Flachschliff ganz fein und ganz sauber ausgeführt, ausgeschliffen. Ich habe 0,20 mm gemessen, das ist unfassbar. Unfassbar dünn. Deshalb muss ich auch gleich als Wermutstropfen reinschieben. Ich habe nichts anderes damit gemacht, außer diese Messer benutzt, um Essen zuzubereiten. Habe damit Gurken aufgeschnitten, Tomaten aufgeschnitten und es war, glaube ich, wirklich nur Gemüse. Obst habe ich weggelassen, damit mir hier ja nicht irgendwelche Fruchtsäure, Säfte in den Klingengang rutschen, Paprikas geschnitten, solche Sachen. Einfach weil die Schneide so fein ist, da verbietet es sich geradezu, gröbere Sachen mitzumachen. So sieht Roland seine Messer auch als Werkzeuge, Essenswerkzeuge, die einem das Gericht, das Essen, was man isst, was man schneidet, noch mehr, ja, verschönern wäre jetzt Quatsch, aber die Freude soll einfach steigen. Tolles Messer dafür. Wie gesagt, in seiner Erscheinung halt wirklich ein ausgewachsenes Modell. Da hoffe ich, dass er natürlich noch ein kleineres Modell, eine Mini-Version nachreicht, ähnlich wie beim Why So Serious. Serious, da gab es dann ja das, ich glaube, Just So Little Serious oder so ähnlich hieß es, ein kleineres Modell. Und das hoffe ich natürlich bei den Spring Heel Jack ebenso, dass da noch eine kleine Variante kommt. Auf jeden Fall ein absolutes Schneidwerkzeug. Ich wische mal kurz die Klinge ein bisschen sauber. Par excellence, super fein ausgeschliffen. Großartige Sache. So, ich rede mich etwas. Das ist, wenn man seine Texte nicht scriptet und loslabert, nicht weiß genau, was man sagen soll, aber die Begeisterung ist einfach vorhanden. Dann stolpere ich von einem Satz zum anderen. Auch dafür entschuldige ich mich bei euch. Neben dem tollen Anschliff ist das Gewicht auch noch fantastisch. 75 Gramm, das wiegt gar nichts. Das wiegt wirklich gar nichts. Trägt auch gar nicht so sehr auf in der Tasche, obwohl es eine enorme Länge hat. Bei dem Messer aber, wenn man es sich einfach so in die Tasche stecken würde, da kontrolliert man bestimmt öfter mal, ob man es noch dabei hat, weil es wirklich 75 Gramm ist nothing, wirklich nichts. Klingenstahl haben wir den 14C28N, der wurde wohl auf 60 HRC gehärtet. Da ich jetzt wirklich nur einfache Arbeiten, Schneidarbeiten damit durchgeführt habe, wie gesagt, an Gemüse, das hat den Stahl nicht ermüden können. Ich kann euch aber auch keine dauerhafte, beziehungsweise ich habe keine Erfahrungswerte bei dauerhaften Nutzung. Der ist schon okay, der Stahl. Wünschenswert wäre natürlich, wenn Roland da auch nochmal Schritte gehen würde zum pulvermetallurgischen Stahl, beziehungsweise Optionen dazu anbietet. Das wäre eine tolle Sache, würde ich begrüßen. Wir haben ein Slipjoint, also keine richtige Verriegelung, 42A-konform. Das wird viele vermutlich freuen. Der funktioniert gut, der Slipjoint. Die Feder ist nicht zu hart, nicht zu stramm, könnte ein bisschen strammer sogar noch sein, nach meinen Empfinden. Aber ich vermute mal, das ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Hier beim Carbon Fiber Modell ist die Feder ein ganz bisschen strammer. Zur Feder kommen wir auch noch. Die ist wirklich außergewöhnlich gestaltet. Geht okay. Dann haben wir als Hardware die Schrauben. Das ist Custom Hardware vom amerikanischen Messermacher Stephen Kelly. Der ist auch relativ groß in der Szene, wenn es wirklich um Verkauf von Custom Hardware, die er herstellt, geht. Die benutzt auch Roland Lanier. Sehr gutes Zeug. Große Klasse. Auch da höchste Qualität. Gute Qualität, toller Hingucker, gibt es auch nichts zu
bemängeln. Alles klasse. Sehr, sehr cleanes Messer. Wenn man natürlich jetzt bei den Mikata-Griffschalen, da hat man immer eine Menge Aufregung drin, aber sowas kauft man sich dann ja auch, weil es auffällig sein soll. Ansonsten wirklich clean. Vorne die Verschraubung, dann ist es noch verpinnt. Und auf der Klinge selbst haben wir halt noch das Logo von Roland Lanier, sein Jolly Roger, das erwähnte ich ja schon. Ganz klein, ganz dezent, super Spitzenklasse und ansonsten völlig clean, nichts drauf. Perfekt. Perfekter Job, 10 von 10 Punkten. Einfach nur große, große Klasse. So liebt man das. Ja, das sind so die technischen Daten jetzt. Wirklich ein außergewöhnliches Messer und außergewöhnlich ist auch die ganze Rückenfeder, die wirklich in Sandwich-Bauweise ist, habe ich so auch noch nicht gesehen. Also da hat man wirklich in der Rückenfeder noch eine Mittellage aus rotem Fiber hier beim Carbon Fiber Modell und hier blaues Fiber. Also wirklich den Aufwand, den Roland da betreibt, außergewöhnlich. Wirklich außergewöhnlich. Der Slipjoint geht ganz sauber über beim Übergang, wo sich die zwei Linien treffen. Wirklich nice. Da gibt es alles in allem nichts so Licht. Moment, ich werde mal ein bisschen. Vielleicht mal ein bisschen mehr Licht, damit mein Fokus besser klarkommt. So, ich hoffe, das hilft ein wenig. Ja, ich vermisse den Sommer, wo ich nur Videos draußen gemacht habe. Jetzt zu der kalten Jahreszeit habe ich keinen Bock, mich rauszusetzen mit der Kamera. Auch dafür entschuldige ich mich. Ja, so ist das immer in der dunklen Jahreszeit. Da gibt es dann halt Videos von drin mit mittelmäßiger Beleuchtung. Ich hoffe, das geht einigermaßen okay für euch. Ich wünsche es mir auch besser. Muss ich mal gucken, dass ich alles nach und nach noch optimiere. Goodie. Soweit jetzt zur Erklärung des Messers. Roland habe ich ein paar Worte verloren. Was gefällt mir, was ich ja schon erwähnt, die sehr, sehr taugliche Schneidperformance, die natürlich auch ihre Kehrseite der Medaille hat, das muss man auch ganz klar sagen. So fein ausgeschliffene Klingen sind dann großartig in der Essenszubereitung oder Pappe durchtrennen, das geht auch noch wunderbar. Aber mal groß schnitzen oder solche Aktionen lässt man damit lieber. Dafür ist die Schneidphase wirklich, wirklich zu fein. Aber wer wirklich sagt, ein Messer für die Essenszubereitung, sowas suche ich mit einer besonderen Geschichte, mit besonderem Material, sei es nun dieses Comic Mikata in seiner Einzigartigkeit, sage ich mal, oder halt diese Finesse und dieser wunderschöne Reiz von Carbon Fiber macht ja doch immer wieder was her, wie ich finde. Und dann ist man hier an der richtigen Adresse, wenn man den großen Messer mag, beim Spring Heel Jack. Das ist schon die Idee mit dem Griffmaterial und die Performance, die sprechen schon absolut für sich. Das alles dann sauber umgesetzt in der Verarbeitung. Ich bleib dabei. Außergewöhnliches Messer. Die Präsentation mit der Box noch und auch wem die Tasche hier aus Filz gefällt. Ich finde es hoch, hoch beeindruckend. Und auf der Kontraseite haben wir dann, wie sage ich das jetzt? So kleine Sachen habe ich ja schon angemerkt. Wie zum Beispiel, dass man den Anschliff, die Klinge dieses Messers wohl überlegt einsetzen muss. Und als wirklichen Kritikpunkt, da komme ich nicht drum rum, den zu nennen, weil ich das so empfinde, das Comic Mikata selbst. Ich habe ein paar gesehen, die sahen klasse aus. Und dieses hier, was wir jetzt bekommen haben, ist jetzt so lala. Ist nicht schlecht, aber ich finde halt, dass das, was man von den Motiven erahnen kann, bei diesem Comic-Papier-Mikata, mitunter langweilig ist. Da wurde der Roland wohl auch schon drauf angesprochen und er sagt halt, er nimmt das Griffmaterial, wie es kommt. Ich würde mir wünschen, auch weil dieses Messer natürlich nicht günstig ist, wir bewegen uns da, glaube ich, beim Preisrahmen von 280, 290 Euro, glaube ich, bei der Carbon-Fiber-Variante, wenn ich mich nicht täusche. Und das Comic Mikata meine ich so 20 Euro mehr, so um den Dreh. Checkt das einfach aus.
habe die Preise nicht genau im Kopf, auf jeden Fall eine Menge Geld. Wiederum für das Gebotene, für die hohe Qualitätspräsenz dieses Messers geht das für mich völlig in Ordnung. Man erwirbt hier ja, etwas Exorbitantes, das habe ich jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, aus der Feder, aus der Hand von Roland Lanier. Und doch wünschte ich mir hier, dass Roland noch größere Sorgfalt darauf legen würde, dass gerade diese Comic-Griffschalen ja, immer außergewöhnlich sind, immer aufregend sind. Mitunter fand ich die relativ langweilig. Das ist so meine Kritik, dass ja, manche Griffschale da nicht ganz so cool aussieht, wie man sich das erhofft. Jo. Ansonsten fürs Carbon Fiber trifft das natürlich nicht zu. Das ist einfach fantastisch. Ja, macht mich immer wieder an. Super toll, auch mit diesem roten Fieber hier in der Mitte. Grandiose Messer. Gudi, Video ist deutlich länger geworden, als ich es vorhatte. Die Messer sind es allemal wert. Ja, eine große Entschuldigung. Ja, geht raus an euch Zuschauer für mein Gestammel. Wie immer dafür, dass der Fokus manchmal nicht so wollte, wie ich das gerne hätte. Ja, und dann war es das auch. Ja, und da verbleibe ich wie immer mit bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.